meine Lieben, heute habe ich mal wieder einen Thriller für euch, einen Psycho-Thriller, Gefährliche Nähe von Hillary Norman. Ich werde euch hier mal ein Video verlinken von einer Buchrezensenten-Kollegin, sagen wir es mal so, die Steie, Stephanie heißt sie. Die hat dieses Buch irgendwann schon mal vorgestellt. Ich muss sagen, ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass sie dieses Video gemacht hat. Ich wollte es mir jetzt erst angucken, nachdem ich dann das Buch gelesen habe. Muss das also noch machen, weil ich schaue mir Videos oder ich lese ja auch Rezensionen nie, bevor ich ein Buch lese, weil ich immer Angst habe, dass so viel verraten wird und so. Also ich kenne das Video jetzt nicht. Ich weiß nur, dass sie es gemacht hat. Und ich kann auch verstehen, dass sie ein Video gemacht hat, weil ich bin auch total begeistert von diesem Buch. Ja, es ist ein Psychothriller, der eigentlich fast ausschließlich oder fast vollkommen ohne Blut auskommt, der wirklich rein die Psyche des Lesers belastet. Und zwar geht es um Nick und Holly. Holly ist so ein kleines Mädel, also wir lernen Holly eigentlich so in der Kindheit schon kennen. Holly hatte einen Bruder, der ein paar Jährchen älter war und der hat immer so die Schuld auf sich genommen. Holly hat viel Blödsinn gemacht und ihr Bruder hat sich immer hingestellt von den Eltern, hat gesagt, das ist meine Schuld, ich habe dies, das und jenes gemacht. Und ja, sie verlässt sich natürlich auch darauf, dass der Bruder für sie immer so in die Bresche springt. Bei einem Unfall stirbt der kleine Bruder oder der ältere Bruder, aber sie sind ja noch Kinder. Und sie fühlt sich erstmal alleine gelassen. Das ändert sich in dem Moment, als im Nachbarshaus eine Familie einzieht. Der Sohn heißt Nick, ist auch nur so ein paar Jährchen älter als sie und die beiden freunden sich an. Aus einer normalen Kindheitsfreundschaft wird irgendwann Liebe. Die beiden verlieben sich ineinander und die Eltern der beiden sehen das überhaupt nicht gerne. Weil die sind noch ziemlich jung und das soll alles irgendwie noch nicht so ernst werden und so. Und die Eltern versuchen halt auch die beiden auseinanderzubringen. Was sie dann auch schaffen. Und dann lernen wir Nick und Holly als Erwachsene kennen. Die leben natürlich so weiter. Allerdings der eine in der Stadt, der andere in der. Die haben überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Aber Holly liebt Nick eigentlich immer noch. Sie kann ihn nicht loslassen. Sie ist selber mittlerweile verheiratet. Er ist auch verheiratet, hat eine Frau und ein Kind. Und ja, aber Holly ist richtig ja, in so einem Zwang drin, diese Ehe auseinanderzubringen und ja, eigentlich Nick weh zu tun. Also sie schafft es nicht, von ihm wegzukommen und versucht dann alles Mögliche, einen Keil zwischen die beiden zu treiben. So ein bisschen hat es mich immer erinnert. Ich komme jetzt nicht drauf, ich habe lange überlegt, wie dieser Film hieß, mit dem Michael Douglas war das doch, glaube ich, ne? Eine verhängnisvolle Affäre, kann das sein? Ich weiß es nicht. Das ist zwar vom Prinzip her ein bisschen anders, aber da ist es ja auch so, dass die Frau halt alles Mögliche versucht, eben diese beiden da auseinanderzubringen. Und so ist eigentlich ganz grob die Geschichte. Das Wunderbare an diesem Buch ist, dass man immer glaubt, also wenn Holly irgendwie was wieder gemacht hat, wo man wirklich gelesen hat und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und so, da hat man immer gedacht, also schlimmer kann es jetzt eigentlich nicht werden. Aber es wurde immer schlimmer. Also schlimmer geht immer in diesem Buch. Das ist wirklich ein Motto irgendwie. Und ja, es ist so, dass man das Buch gar nicht weglesen kann und man will halt ja auch wissen, wie es zu Ende geht und wie geht es überhaupt weiter. Das Buch ist relativ dick mit über 400 Seiten, sogar über 500 sehe ich gerade, 537 Seiten ist also relativ dick und ich muss dazu sagen, die Seiten sind sehr, sehr vollgeschrieben. Wenn ihr das mal seht, es gibt ja Bücher, die haben oben sehr viel Platz und unten sehr viel Platz, aber hier ist schon sehr viel Text und deswegen hatte ich teilweise das Gefühl, ich habe wirklich ein 1000 Seiten Buch gelesen, was ich aber nicht schlimm fand. Also es kam mir zwar von dem Inhalt her so viel vor, aber nicht von der Zeit, in der ich das Buch verschlungen habe. Ich glaube, ich habe irgendwie 3 Tage und 3 Abende dafür gebraucht. Und ich finde es sehr gut. Ich habe das manchmal ja auch getwittert und bei Facebook gepostet, dass ich dieses Buch lese. Und ganz viele Leser haben mir dann geschrieben, boah, Hillary Norman, so heißt die Autorin, von der habe ich auch schon dieses Buch gelesen und das, die hat schon ganz viele Bücher geschrieben. Und die anderen Leser waren auch sehr begeistert davon. Ich werde sicherlich irgendwann auch nochmal zu einem anderen Buch der Autorin greifen. Ja, weil mir einfach die Ideen total gut gefallen haben. Und die Spannung, die sie aufbaut, ohne eben Blut zu vergießen. Obwohl ich das ja auch sehr mag, wenn in Thrillern ganz viel Blut fließt und alles ganz eklig ist. Aber das ist hier überhaupt nicht. Sie kommt da wirklich ohne aus und zielt einfach nur auf die Psyche des Lesers. Ja, wer Thriller gerne mag, für den ist es garantiert was. Und wer Thriller noch nicht so gelesen hat, für den ist es vielleicht auch ein gutes Einstiegsbuch, eben weil es nicht so blutig ist. Ihr müsst dabei nicht wirklich Angst haben, sondern ja, lasst euch einfach in diesen Sog fallen, der dieses Buch tatsächlich ausübt. Gefährliche Nähe von Hillary Norman. Nicht vergessen, lesen und mir sagen, wie ihr es gefunden habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.